von Darmstadt bis nach New York. Die Geschichte von Markus, Rühl, Freunde. Let's go mit dem letzten Video. Markus Rühl machte nach seinem Realschulabschluss zunächst eine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker und lernte anschließend noch Bürokaufmann. Nein, ist das von der Doku, Digga? Das stimmt nicht. Das ist gelogen. Erzählt mir so ein Unfug. Ich habe mal gelernt, extrem viel Fleisch innerhalb von 15 bis 30 Minuten zu fressen und nichts anderes. Apfelschorle, Cardio vermeiden. Ey, das Apfelschorle-Shirt ist geil. Haben die geil gemacht, Apfelschorle. Gewinne kannst du das Ding eh nicht. Bob Chicken. Muss nicht schmecken, muss wirken. Ist gerissen. Ey. So, das kennen wir ja hier, ist alles fiktiv, ja. Markus Rühl. Kaum jemand polarisiert in der Fitnessszene von Deutschland so sehr wie der inzwischen 50 Jahre alte Hesse. Absolut richtig, ja. Und warum? Weil ich 3,5 Kilo Hutenbraten in einer halben Stunde komplett gefressen habe. Und das hat mich immer vorwärts gebracht. Vielen ist 3,5 Kilo, Digga. Markus Rühl heutzutage vor allem durch TikToks und Clips bekannt, in denen er kuriose Sprüche und Weisheiten von sich gibt. Letztens hat einer gesagt, Markus, du siehst nicht gesund aus. Boah, geil, ne? Und dann denk. Mit dem Alter kommt die Weisheit. Spaß. Auf gar keinen Fall. Ich mache es noch viel schwerer bis zum Schlaganfall. Er leckt mich doch am Arsch. Egal, was man von ihm hält, eins kann man nicht leugnen. Viel hilft viel. Diese Doku, diese Reporterstimme fuckt mies ab. Wer nicht kann, der ist ein Fuck. Egal, was man von ihm hält, eins kann man nicht leugnen, Freunde. Es ist einfach so. Thanks from Germany, Markus Rühl. Obwohl man es sich heute kaum vorstellen kann, war Markus Rühl nicht immer das Muskelpaket mit dem 57 cm Bizeps. Ja, richtig. Mein Oberarmfang war 1,78 Meter. Damals. 78. Ja, das war gut. Ja, da denkt der Markus gerne noch dran zurück an die Zeiten mit 60er Ober. Das war Sinn, da kam die Erinnerung noch. Das war geil, ja. Markus, der damals gerade einmal 63 Kilogramm bei einer Größe von fast 1,80 Meter auf die Waage brachte, war nicht zufrieden mit seinem Körper und störte sich sehr an seinem niedrigen Gewicht. Alles in Ordnung. Also ich war immer 280 Kilo schwer. Alles, was der sagt, ist so eine gequillte Scheiße. Nun wollte er nicht mehr der schmächtige Junge mit dem 30er-Bizeps sein, sondern Schlafzau mit Oberarmumfang von 1,78 Meter. Also ich war immer sehr zielstrebig. Sein großes Vorbild war nämlich meine Oma, wo 370 Kilo wiegt. Hey Junge, wie kommt der auf so einen Scheiß, und Digga? Roswitha, du bist irre, Digga, ohne Witz. Roswitha ist Banane, komplett am Arsch. Später mal auf die Bühne will. Ich fand es ganz geil. Egal ob 3 Kilogramm Hähnchenbrust oder kiloweise Reis. Laut Markus muss es nicht schmecken, wenn man einen guten Körper haben will. Nein. Scheiß drauf, es muss wirken. Es geht um Geschmack, es geht um meine Ernährung. Schon seinen ersten Bodybuilding-Wettkampf überhaupt, den Was war das bitte für eine Form? Regionalen Bachgau-Cup gewann Markus 1995. Das war nicht seine erste Show. Das haben wir uns anguckt, diese Nämlich, Doku, ne? Völliger Bullshit. War recht lustig. Habe ich mich ausgezogen bei den Athleten im Schwergewicht. Da hat eine gesagt, hat Englisch mit mir gesprochen. Oh, you're the guest star. Da habe ich gesagt, du kannst ruhig Deutsch mit mir quatschen, Alter. Nee, ich mache hier mit, warum? Was? Ich habe nichts verstanden. Bei den Athleten im Schwergewicht. Da hat eine gesagt, hat Englisch mit mir gesprochen. Oh, you're the guest star. Da habe ich gesagt, du kannst ruhig Deutsch mit mir quatschen, Alter. Nee, ich mache hier mit, warum? Ganz ruhig Deutsch mit mir quatschen, Alter. Das glaube ich nicht. Dann habe ich mich ausgezogen und dann habe ich gesagt, guck mal, der macht mit, ja toll. Dann haben die anderen gesagt, ja, wir können ja gleich aufhören. Nur eine Woche später folgte der zweite Platz beim großen Preis von Hessen. Weil der Bob Chicarello war dabei. Das war mir am allerschlimmsten. Der Bob Chicarello war in Hessen dabei. Ist klar, Junge. In Deutsch bin ich dann nicht mehr gefahren, weil ich beleidigt war, weil ich kein Hessenmeister geworden bin. Er trainierte noch härter als zuvor und stopfte noch größere Mengen an Lebensmitteln in sich hinein, um schließlich körperliche Ausmaße anzunehmen, die ihm den Spitznamen die deutsche Schlachtsau einbrachten. Und da bin ich schon sehr, sehr stolz drauf. Deutsche Schlachtsau, Junge. Ja, nicht schlecht. In Spitzenzeiten.
Deutscher Keiler, Junge, war das. Keiler ist das. Brachte es Markus so auf ein Guckt euch das mal an, Junge. Warte nur, ob Wettkampf die asozial. Gewicht von über 130 Kilogramm. Falsch. Also wie gesagt, ich war immer 280 Kilo. Schwer. Aber was der redet, das kannst du alles die Tonne hauen. Außerhalb der Wettkampfsaison waren es sogar bis zu 150 Kilogramm. Falsch. In der Offseason war ich immer 280 Kilo schwer. 300 Kilo in der Offseason, ja. 300 Kilo schwer. Ich bin schwer. Gewicht. Unterstützt wurde Markus dabei übrigens immer von seiner Simone. Damaligen Frau Simone. Hat die Simone sich kaputt gelacht, weil ihren Schatten doppelt so dick war wie meiner. Guck, was ein Pärchen, Alter. Wahnsinn. Haben Schattenspielchen da gemacht. Welcher Schatten ist breiter? So ein Arschloch. Verpiss dich. Als Simone zum Beispiel einmal vor einem Wettkampf fand, dass Markus zu flach aussah, bestellte sie ihm kurzerhand einen riesigen Berg Essen. Whenever I have a chance, I eat something. Den der Bodybuilder dann mit ganzen 5 Liter Cola herunter. No, bro, I don't take Trenbolon. Never. Da spülte. Really? Das ist ganz normal. All das sollte jedoch auch seinen Tribut fordern. So zog sich Markus Rühl nämlich immer wieder schwere Verletzungen beim Training zu, weil er es einfach maßlos übertrieb. Ganz genau. Ich habe mich ja auch an dem orientiert, was anderen gemacht haben. Und die haben alle die Bizepssehne abgerissen. Und und natürlich orientiert man sich daran. Dann habe ich mir gedacht, dann mache ich das auch, ja. Und das habe ich dann auch gemacht. Jeder will sich verletzen, glaubt man das. Nun fragt ihr euch vielleicht, wie und warum Markus Rühl Jahre nach dem Ende seiner Profikarriere zum Meme in den sozialen Medien werden konnte. Den Grundstein dafür legte tatsächlich bereits ab dem Jahr 2017 der Parodie-Account Roswitha Rühl. Wo ich jedem empfehlen würde. Weil ich glaube, dann seid ihr alle auf dem richtigen Weg. Auch wenn der Name... I'm from Australia, bro. Es nahelegt, steckt hinter diesem weder Markus noch jemand aus seiner Familie, sondern eine unbekannte Person. Überraschung. Es ist gleich echt. Wo auch ein sehr guter Freund von mir ist. Wenn euch das motiviert und ihr auch mal was drücken wollt, dann drückt doch jetzt den Abo-Button für wissenswert. Nö. Verpiss dich. Der kleine Schlitzpisser. Was ist das denn, Heiko? Wo klatscht der Für wissenswert. Nö. Nö, verpiss dich. Nö. Verpiss dich. Der kleine Schlitzpisser. Bye bye von mir. Macht's gut. Bis dann. Das Ende war auch wirklich. Das Ende, Freunde, war wirklich sehr, sehr gottlos, als der Heiko dann noch verpissig gesagt hat. Ey, Bombe. Bombastisches Video. Das gibt auf jeden Fall erstmal einen Daumen rauf. So, ich muss mal die Winterkollektion abchecken bei Roswitha Rühl. Die machen echt geilen Scheiß, Mann. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Freunde. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, um kein weiteres Video zu verpassen. Kommentiert das Video fleißig, wenn ihr Bock drauf habt. Und wenn ihr mich supporten wollt, beispielsweise ein schönes Whey-Isolat oder beispielsweise ein Whey-Protein oder einen schönen Booster, könnt ihr wie immer euch den besten Deal sichern mit dem Rabattcode William auf ESN.com. Ich danke euch für den Support. Vielen lieben Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao.